Willkommen bei Metabolismo TV, deiner zuverlässigen Informationsquelle über den Stoffwechsel und die Gesundheit. Ist Brot süchtiger machend als Zucker? Ich bin Frank Suarez, Spezialist für Fettleibigkeit und Stoffwechsel. Nun, ich möchte dir von der neuesten Forschung erzählen, die ich über die süchtig machende Wirkung, die einige Lebensmittel haben, durchgeführt habe. Und ich habe entdeckt, wie die wissenschaftliche Literatur zeigt, dass Brot, Weizen, viel süchtiger macht als Zucker. Ich arbeite bereits seit 18 Jahren an Themen wie Fettleibigkeit, Diabetes und Stoffwechsel. Mehr als 100.000 Personen haben die Natural Slim Systeme in Puerto Rico und den USA durchlaufen. Aus Mexiko, aus Costa Rica, aus Panama, aus Kolumbien. Und wir wissen ziemlich viel, denn nachdem man mit so vielen Menschen gearbeitet hat und sieht, dass alle mit irgendeiner Art von Sucht nach Zucker, Brot, Mehl, Schokolade zu uns kommen, sind viele der Personen, die Probleme mit Diabetes haben oder die Probleme mit Fettleibigkeit haben, auch wirklich süchtig nach Kohlenhydraten, nach raffinierten Kohlenhydraten. Wir sprechen jetzt nicht über Salat oder Gemüse, wir sprechen über raffinierte Kohlenhydrate, hauptsächlich Weizen, Reis, Brot, Mehl, Stärken, Süßigkeiten, Schokoladen, gezuckerte Erfrischungsgetränke, Coca-Cola, all diese Arten von Dingen. Als Teil des Systems in den Natural-Slim-Zentren nutzen wir Technologie zur Stoffwechselwiederherstellung. Das Erste, was bei einer Person gemacht wird, um zu helfen, ist die Entgiftung. Denn wer nach einem Lebensmittel süchtig ist, kann sich nicht kontrollieren, egal wie sehr ich versuche zu erziehen. Meine Aufgabe ist, die Person zu bilden, ihr zu erklären, was mit ihrem Körper passiert, damit sie ihn beherrschen kann. Es wird nicht davon ausgegangen, dass der Körper sie beherrscht, sondern dass sie den Körper beherrschen. Jetzt gehe ich kurz zur Tafel, weil ich Ihnen erklären muss, dass diese letzte Entdeckung, die gemacht wurde, dass Weizen aus dem Brot, Mehl und Pizza gemacht werden, viel süchtiger macht als Zucker. Meine Erfahrung zeigt, dass Zucker sehr süchtig macht. In unseren Naturheilzentren kommen viele Süchtige, die wir in ein strenges Entgiftungsprogramm für 2 Tage nehmen müssen, um die Sucht zu brechen. Dadurch beruhigt sich die Person, kann ein Dessert sehen, ohne darauf anspringen zu müssen. Sie kann sich kontrollieren, da keine seltsamen hormonellen Schwankungen mehr ihr Nerven- oder Hormonsystem beeinflussen. Also, wann sprechen wir eigentlich von einer echten Sucht? Nun, im aufschlussreichen Buch Poder de Metabolismo erklären wir, dass es tatsächlich eine Drüse gibt, die wir alle hier haben, genau hier innen, die als die Zirbeldrüse bekannt ist. Die Zirbeldrüse ist von der Größe einer kleinen Bohne, wirklich klein. Es ist tatsächlich eine sehr kleine Drüse und diese Drüse produziert eine Substanz, die Beta-Endorphine genannt wird. Beta-Endorphin ist eine beruhigende Substanz, die Schmerzen effektiv lindert, analgetisch wirkt und mit Vergnügen in Verbindung steht. Zum Beispiel, wenn eine Person sexuelle Aktivität hat und einen Orgasmus erlebt, wird Beta-Endorphin in der Zirbeldrüse produziert. Es ist eine sehr entspannende, angenehme und genussvolle Substanz mit schmerzlindernder Wirkung, also nimmt sie Schmerzen weg. Was passiert, wenn jemand mit Suchtproblemen ins Natural-Slim-Zentrum kommt und wir helfen wollen? Wir setzen sie zuerst in ein Entgiftungsprogramm. Wenn Sie die Macht des Stoffwechsels sehen, werden Sie feststellen, dass es ein Kapitel, wie man Sucht bricht, gibt. Im Buch Die Macht des Stoffwechsels beschriebene Prinzipien nutzen wir auch bei Natural-Slim. Der Unterschied besteht darin, dass wir Personen mit speziellen, über Jahre entwickelten Ergänzungsmitteln unterstützen, um den Körper zu stabilisieren. Wer es hier versucht, findet es schwieriger, weil er keine Nahrungsergänzungsmittel hat, schafft es aber. Aber Personen, die zu uns kommen und Hilfe suchen, die ein Natural-Slim-Zentrum erreichen, wir assistieren ihnen mit speziellen Ergänzungsmitteln, den Körper zu täuschen, damit er die Sucht aufgibt und die Produktion von Beta-Endorphinen durch die Zirbeldrüse stoppt. Was passiert jetzt eigentlich? Hat die neue Forschung entdeckt, ob der Zucker der echte Zucker ist? Es regt die Zirbeldrüse dazu an, Beta-Endorphin zu produzieren. Das wussten wir bereits und das steht so mit detaillierten Erklärungen im Buch Die Macht des Stoffwechsels. Wir wussten das schon vor ungefähr 15 Jahren. Was wir jetzt erst herausgefunden haben ist, dass Gluten, das Hauptprotein des Weizens,
welches auch in Brot, Mehl, Pizza und Paniermehl enthalten ist. Also Gluten ist tatsächlich das fundamentale Protein des Weizens. Interessanterweise, vom Gesamtgewicht des Weizens sind etwa 98% Stärke und 2% Gluten, was das Brot besonders flexibel macht und es ermöglicht, es in vielfältigen und unterschiedlichen Formen herzustellen. Nicht wahr? Dass wir eine Konditorei bekommen, liegt daran, dass sie Gluten enthält. Das Wort Gluten kommt vom englischen Glue, was Klebstoff bedeutet. Tatsächlich ist Gluten flexibel und wirkt wie ein Klebstoff. Es klebt im Darm. Ich persönlich, Frank Suarez, mein Körper verträgt kein Gluten. Ich esse kein Gluten, weil es mich dick macht, meinen Cortisolspiegel steigen lässt, meinen Bauch hervortreten lässt, also meide ich es wie der Teufel das Weihwasser. Verstehen Sie? Also ich vermeide Gluten, ich vermeide es definitiv, nicht wahr? Aber was kürzlich entdeckt wurde, ist, dass Gluten Substanzen enthält, die Exorphine genannt werden. Die Glutenexorphine sind spezifische Substanzen, die die Morphinrezeptoren im menschlichen Gehirn stimulieren, was sich grundlegend von der Funktion der Zirbeldrüse unterscheidet. Also, da es Morphinrezeptoren gibt und Morphin verwendet wird, um Heroin herzustellen, welches von Süchtigen konsumiert wird, handelt es sich hierbei um Opioidrezeptoren, also so ähnlich wie von Opium, weil Morphin direkt aus Opium, aus der Opiumpflanze, extrahiert wird. So stimulieren die Exorphine gezielt den Morphin-Stimulationsbereich im Gehirn. Das bedeutet, wenn man Brot isst, wenn man Mehl konsumiert, wenn man Pizza genießt, dann stimulieren die Exorphine automatisch den süchtig machenden Bereich des Gehirns. Daher entwickelt man dann das intensive Verlangen nach Brot, das starke Verlangen nach Weizen, das Verlangen nach Brötchen, das Verlangen nach allem, was dieses Gluten enthält. Tatsächlich wurde entdeckt, dass es insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 süchtig machende Substanzen im Gluten gibt, in jedem Stück Brot. Gibt es eine, die A genannt wird, eine Exorphin A, das Exorphin B, das C, und gibt es eine andere, die Gliadorphin oder Gliadorphin genannt wird, nicht wahr? Also, all diese Dinge stimulieren den Körper ganz so, als wäre es Morphin. Genau wie das Morphin, das verwendet wird, um einen schmerzenden Körper in einem Krankenhaus zu beruhigen. All dies stimuliert auf eine Weise das Gehirn der Person. Aus diesem Grund ist die Sucht nach Brot, die Sucht nach Pizza tatsächlich stärker als die Sucht nach Zucker. Und das spiegelt im Grunde genommen die Forschung wider. Wer dauerhaft Gewicht verlieren muss, findet in die Kraft des Stoffwechsels Rat. Diabetiker, die Diabetes besser verstehen möchten, sehen in Diabetes ohne Problem und diesem Buch, wie man Sucht überwindet. Beide erklären effektiv, wie man vorangeht. Den Teufelskreis zu durchbrechen bedeutet, diese Sucht zu beenden. Indem Sie aufhören, gewinnen Sie Kontrolle über Ihren Körper. Sie können ihm jede Diät vorschreiben, ohne dass er bestimmt, was Sie essen, denn Sie beherrschen den Körper, nicht umgekehrt. Das sage ich Ihnen, denn die Wahrheit siegt immer.